Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Ich weiß, Planet Zoo kommt momentan relativ viel, aber das liegt einfach daran, dass ich das Spiel super, super gerne spiele. Das Spiel hat einfach richtig Potenzial, man kann so viel machen, man kann so seine Kreativität ausleben. Und ich werde auch immer, immer besser im Bauen. Das ist jetzt so das erste, etwas schwierigere Baukonstrukt, sage ich mal, was ich mir vorgenommen habe. Und was es werden wird, das könnt ihr sicherlich schon am Titel oder Thumbnail erkennen. Es soll ein Brunnen werden für unseren großen Platz, den wir beim letzten Mal gebaut haben. Der soll halt in die Mitte kommen, so als kleine Deko für die Besucher. Das Ganze mal wieder im Speedbuild. Ich glaube, so ein Speedbuild ist auch einfach viel, viel angenehmer für euch, weil so ein Bauprojekt, was ein bisschen aufwendiger ist, das dauert einfach in Planet Zoo. Und ich glaube, wenn ich das Ganze im Speedbuild mache und dann so ein bisschen nachkommentiere, dann ist es einfach angenehmer, weil es einfach viel, viel schneller vorangeht. Ihr könnt es aber ja trotzdem gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da was gegen habt, wenn ich sowas im Speedbuild mache oder ob ihr es sogar gut findet, weil ich kann mich dann natürlich auch so ein bisschen nach euch richten. Aber wenn wir das Ganze im Speedbuild machen, kommen wir natürlich auch schneller mit unserem Park voran, weil solche Sachen bei Planet Zoo, die dauern und dauern halt, ne? Und ich will mir da auch meine Zeit nehmen, die ich gerne hätte, weil ich bin ja so ein bisschen perfektionistisch und wie nennt man das denn nochmal? Pingelig, das war das Wort, was mir gefehlt hat. Aber kommen wir jetzt mal zu dem jetzigen, was ich jetzt gebaut habe. Ich habe erstmal mit so Steinen so zwei Kreise, sozusagen eine 8 gemacht. Und auf die eine Seite habe ich schon mal Erde reingefüllt und nochmal so ein paar Steine in die Mitte. Da kommt nämlich jetzt so eine schöne Bärenstatue drauf. Und in den anderen Steinkreis, da baue ich jetzt gleich einen Steinboden rein. Dafür habe ich mir mal so einen Felsen geholt, habe den dreimal kopiert und gedreht. Und dann haben wir einen wunderschönen Felsboden. Und jetzt kann man eigentlich schon erkennen, was so die Grundidee hinter diesem Brunnen ist. Nämlich soll der Bär Wasser speien sozusagen. Finde ich eine sehr coole Idee. Der Bär ist dann sozusagen das Deko-Element und in dem Becken vorne sollen die Besucher dann sozusagen sich auch mal erfrischen können bei der Hitze. Zum Beispiel sich mal die Hände waschen oder mal ein bisschen Wasser durchs Gesicht. Das ist so zumindest der Plan von diesem Brunnen. Den Grundriss haben wir jetzt ja soweit schon mal fertig. Jetzt habe ich mich ein bisschen an die Gestaltung und Dekoration von diesem Brunnen gemacht. Er sieht natürlich jetzt noch ein bisschen trist aus. Alles so in Grautönen, in Steinfarben. Deswegen habe ich mir gedacht, als guten Kontrast können wir das dunkle Holz nehmen, was wir sowieso schon sehr viel und sehr häufig in unserem Eingangsbereich verwendet haben. Finde ich natürlich ganz passend und damit wollte ich den ganzen Brunnen einmal umkreisen. Das war tatsächlich gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber ich habe mir dann so drei Elemente erstmal zusammengefasst zu einer Gruppe und habe sie dann immer kopiert und so ein bisschen angeordnet. Und das Gute daran ist ja, ich muss eigentlich nur einmal die unterste Reihe perfekt machen oder einigermaßen perfekt machen und dann kann ich das Ganze kopieren und so hochziehen, wie ich möchte. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Hier seht ihr es ja auch schon. Ich habe den einen Kreis von der einen Seite jetzt einfach kopiert und habe ihn einmal gedreht und auf die andere Seite rüber gemacht. Ist natürlich noch nicht ganz perfekt, aber die Teile, die dann nicht passen, die kann man dann natürlich nochmal so ein bisschen anpassen und somit erleichtert man sich das schon enorm. Also ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr mal irgendwie sowas baut, was sehr aufwendig ist mit vielen Einzelteilen, baut immer in Gruppen und kopiert dann diese Gruppen. Dann geht das einfach viel, viel schneller. Ich hoffe, das ist so ein bisschen verständlich, was ich damit meine. Aber ich denke, das sieht man ja hier schon ganz gut im Hintergrund. Aber ich sage euch, Leute, das hilft ungemein. Und jetzt habe ich die erste Reihe fertig. Kopiere sie einmal, fasse sie zu einer Gruppe zusammen. Und jetzt kann ich sie einfach nochmal kopieren und kann mir das Ganze so hochziehen, wie ich es denn gerne hätte. Als nächstes habe ich mich dazu entschieden, noch eine Zierleiste in Grün zu verbauen. Habe ich ja schon häufig gemacht in den anderen Gebäuden bei unserem Eingangsbereich und deswegen fand ich das sehr, sehr passend. Dann haben wir die gleiche Holzfarbe und dann nochmal als kleines Zierelement oder Zierfarbe sozusagen diese grüne Leiste. So haben wir unseren Brunnen im gleichen Stil wie unsere Gebäude im Eingangsbereich. Wird später sehr, sehr cool aussehen, also ihr werdet es ja gleich noch sehen. Ich finde es sehr, sehr passend. Ja, das Ganze habe ich auch einmal drumherum gezogen jetzt und dann habe ich mir das einmal angeguckt. Und ich fand irgendwie, dass die Zierleiste da unten auf dem Boden nicht ganz so cool aussieht. Deswegen habe ich sie mal nach oben gepackt und das hat mir auf jeden Fall besser gefallen. Dann habe ich mir nochmal so einen kleinen Felsen oder Stein rausgesucht. Den habe ich einfach nochmal in die Mitte des Brunnens gepackt, wo das Wasser aufprallt, damit einfach dieses Strudel ein bisschen realistischer aussieht und dass diese Düsen, diese schwarzen, die man so leicht gesehen hat, verdeckt sind. Und dann habe ich schon angefangen, das Beet, wo der Bär ist, einfach mit schönen Blumen so ein bisschen zu gestalten. Da habe ich einige verschiedene ausgewählt, habe die auch nicht einfach random da rein platziert, habe das schon so ein bisschen angepasst und so, dass es cool aussieht. Eine gute Mischung aus bunten Blumen und grünen Blättern und so wollte ich haben.
Und deswegen habe ich viele verschiedene Blumen mir rausgesucht. Als ich dann alle Blumen hatte, die ich verwenden wollte, habe ich eigentlich nur noch alles mit STRG und D kopiert und habe dann die Blumen so angeordnet, wie ich es gerne hätte. Und das natürlich einmal rumherum, sodass man kaum noch Erde sieht. Und damit ist unser Bärenspringbrunnen fertig. Ich finde, dass er für unser erstes etwas komplizierteres Bauwerk echt ganz schön geworden ist. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass er im gleichen Stil ist wie der Rest von unserem Eingangsbereich. Und deswegen passt er wirklich perfekt in diesen Eingangsbereich. Ihr seht, ich habe nochmal den Platz, den wir eigentlich schon fertig haben, abgerissen, weil ich nochmal so ein bisschen den Gedanken hatte, dass ich gerne in der Mitte von dem Platz wirklich so eine freie Fläche habe, damit sozusagen der Brunnen nicht auf dem Weg steht, weil die Leute ignorieren halt solche Texturen und laufen dann sozusagen einfach durch die Textur von dem Brunnen. Das wollte ich so ein bisschen vermeiden, habe es leider nicht ganz perfekt hinbekommen, aber immerhin haben wir jetzt so ein kleines Loch oder eine kleine Lücke unter dem Brunnen. Das wird wahrscheinlich schon so ein bisschen helfen, dass nicht gerade alle Leute durch den Brunnen laufen, aber so ein paar werden dann halt durch die Textur laufen. Ist aber dann auch nicht weiter schlimm, ne? Ist halt halb so wild. Vielleicht gibt es ja irgendwie so unsichtbare Barrieren oder sowas, vielleicht wisst ihr das ja, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Das wäre ja ziemlich praktisch, dass man sozusagen den Brunnen noch im Nachhinein markieren kann und dann laufen die Leute da nicht mehr durch. Falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Falls nicht, ist ja auch nicht schlimm. Also ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Als der Brunnen platziert war, wollte ich unbedingt ein bisschen weiterbauen und ich hatte die Idee, so eine kleine Brücke zu bauen auf die andere Seite. Konnte mich da noch nicht so recht entscheiden, ob nach rechts oder nach links, aber die sollte so ein bisschen geschwungen sein, weil ich gerade immer ein bisschen langweilig finde. Und warum baue ich eine Brücke? Natürlich, weil ich da ein Gewässer unten drunter durchlaufen lassen will. Ich habe mir nämlich überlegt, damit das Ganze so ein bisschen cooler aussieht, mache ich so einen schönen geschwungenen Fluss so im Eingangsbereich entlang. Vielleicht können wir den ja durch den gesamten Zoo am Ende schlängeln lassen. Das würde ich ziemlich cool finden. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich nicht mal so eine Eisenbahn, so eine Dampflok gibt es ja, glaube ich. Und es gibt noch so ein anderes Transportgerät. Ich weiß es gar nicht, ob ich so eine Strecke auf jeden Fall auch noch in dem Zoo unterbringe. Das wäre ziemlich cool. Aber ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich schwierig, weil man dann am besten schon von Anfang an plant, wo man die Station macht, wo man die Strecke langlaufen lassen will und sowas. Ich glaube, im Nachhinein so eine Schienenbahn einzubauen, ist echt nicht einfach. Ja, im Hintergrund seht ihr jetzt, wie ich mir gerade so ein paar Pflanzen raussuche und das Ganze hier gestalte. Hab mir so ein Schilf rausgesucht, das habe ich so ein bisschen am Ufer entlang platziert. Habe ich auch schon öfter gesehen. Ich war mal früher viel angeln und so Schilf, das wächst ganz gerne mal an Brücken und an Ufern. Und ja, deswegen habe ich das hier so ein bisschen platziert, fand ich ziemlich cool. Ich habe versucht, das möglichst natürlich aussehen zu lassen, dass es mal breiter wird, mal schmaler und so weiter und so fort. Aber ich möchte mal mit euch darüber sprechen. Ihr fragt euch sicherlich, warum oder wann kommt das nächste Tier? Ich kann euch versprechen, in der nächsten Folge, weil ich habe die schon aufgenommen, kommt auf jeden Fall das nächste Tier. Und es ist ein ziemlich cooles Tier, aber welches das sein wird, verrate ich noch nicht. Das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ich kann aber schon mal verraten, es kommt aus Afrika. Ihr könnt mir aber ansonsten auch gerne Tiervorschläge in die Kommentare schreiben, welche ich als nächstes in meinem Zoo unterbringen soll und vielleicht auch gleichzeitig zu den Tiervorschlägen irgendwelche Gehegeideen, zum Beispiel ein Insektenhaus oder sowas. Ist ein schlechtes Beispiel, aber ich denke, ihr wisst, was ich damit meine, oder? Also ich denke mal, das ist klar. Im Hintergrund seht ihr jetzt gerade, wie ich hier am Ende des Schiffs so ein paar Felsen platziere. Das ist alles so ein bisschen random. Ich meine, die Natur ist auch immer so ein bisschen random, deswegen kann man sich eigentlich beim Bäume platzieren, beim Felsen platzieren und sowas eigentlich austoben, wie man möchte. Ich meine, guckt euch mal, wenn ihr irgendeine Straße lang fahrt oder sowas zum Beispiel, guckt euch mal an, wie die Bäume wachsen. Die wachsen, wie sie möchten und schräg, gerade, synchron, nicht synchron. Also da könnt ihr euch wirklich sowas von austoben und machen, was ihr wollt eigentlich. Ich finde es immer nur wichtig, dass man ungefähr darauf achtet, dass man Pflanzen nimmt, die zusammenpassen und die so im gleichen Stil so ein bisschen sind. Wenn da mal eine Pflanze zwischen ist, die nicht so ganz reinpasst, ist das auch alles halb so wild. Man kann bei Natur, wie gesagt, eigentlich nichts verkehrt machen. Da kannst du eigentlich auswählen, was du willst, platzieren, was du willst und ja, machen, was du willst. Was ich euch noch als kleiner Tipp ans Herz legen kann, man sieht es gerade unten in der Mitte vom Bildschirm ungefähr, das ist hier dieses pink markierte Filtertool. Jetzt sieht man es leider nicht mehr, aber so ein Spul zurück, wenn ihr nicht wisst, was ich meine, aber ich denke, das weiß jeder. Ist sehr, sehr hilfreich beim Pflanzen auswählen und beim Pflanzen platzieren.
weil da kann man zum Beispiel nach Kontinent filtern, zum Beispiel Afrika, Asien. Und dann hat man halt nur Pflanzen, die aus Afrika kommen und sowas. Da kann man dann auch zum Beispiel nach Graslandschaft oder Tundra und sonst was für Sachen filtern. Ist sehr, sehr praktisch bei der Pflanzenauswahl, dass man wirklich Pflanzen hat, die zusammenpassen. Ich habe mich aber jetzt ja auch, wie gesagt, einfach ein bisschen wild ausgetobt. Habe jetzt am Rand so ein bisschen das Ufer gestaltet und jetzt platziere ich einfach zwischen Ufer und Weg nochmal einige Bäume. Und ich habe immer so dieses Empfinden, dass Büsche bei Bäumen oder bei Baumstämmen wachsen. Ich weiß nicht warum, ich glaube, das haben auch viele. Und deswegen mache ich das immer so gerne. Es ist, glaube ich, nicht so. Aber irgendwie habe ich immer dieses Empfinden, dass man das macht. Ich weiß nicht, habt ihr das auch? Kennt ihr das? Würde mich mal interessieren. Naja, zwischendrin habe ich dann nochmal so ein paar Blümchen gemacht, damit das Ganze nochmal so ein bisschen farbiger ist. Habe dann den Weg hier nochmal abgerissen, weil der irgendwie nicht ganz eben war. Und habe den nochmal neu gebaut. Auch so ein bisschen näher dran an den Bäumen, die ich gemacht habe. So ein bisschen anders geschwungen, sodass es ein bisschen besser gepasst hat. Und dann habe ich mir nochmal die eben platzierten Bäume geschnappt, mit den Büschen auch drunter. Und so ein bisschen auf die andere Seite kopiert. Einfach so ein bisschen gedreht und sowas. Dann variiert das Ganze nochmal so. Dann hat man es ein bisschen leichter bei der Auswahl und beim Platzieren. Hab dann nochmal den einen oder anderen Baum auch entfernt und ja, einen anderen nochmal rüber kopiert, damit das einfach ein bisschen anders aussieht als auf der anderen Seite. Und ja, dann nochmal ein paar Büsche geändert, angepasst und so weiter. Also es sind halt alles so Kleinigkeiten, die ich aber relativ wichtig finde. Unter der Brücke hatte ich auch so Felsen platziert, die ich nicht so passend finde jetzt oder fand. Deswegen habe ich mich jetzt hier nochmal umentschieden. Hab dann nochmal diese grauen Felsen genommen, die ich ja schon mal beim Schilf vorhin benutzt hatte. Ich muss echt sagen, wir sind ja, glaube ich, auf einer Graslandschaft in Asien hier. Ich muss sagen, dass ich das Gras hier wirklich nicht so cool finde. Das ist halt so ein gelbliches, ausgetrocknetes Gras und das ist sehr, sehr lang. Also ich finde, es müsste noch so eine Mittelstufe geben beim Gras, dass man hier nicht so ein ganz langes Gras hat, weil das ist ja wirklich so richtig, wie sage ich das, 50 cm lang oder so. Das ist natürlich schon sehr extrem. Und das kurze Gras ist halt einfach eine glatte grüne Fläche. Also so eine Mittelstufe oder vielleicht sogar zwei Mittelstufen würde ich schon ziemlich cool finden. Jetzt habe ich nochmal einige Bäume auf die andere Uferseite kopiert. Also seht schon, das Kopieren-Tool ist wirklich sehr, sehr praktisch. Man kann sich damit viel Arbeit ersparen und es sieht eigentlich am Ende immer ziemlich cool aus alles. Das soll es aber für die heutige Folge gewesen sein. Ich finde, wir haben richtig viel geschafft. Wir haben unser erstes komplexes Gebäude gebaut, nämlich den Brunnen. Und natürlich dieses wunderschöne Flussufer mit der Brücke. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Und ich verspreche euch, in der nächsten Folge bauen wir das nächste Gehege und das nächste Tier lassen wir frei. Falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.